und angebetet seist du, Jesus, hier im allerheiligsten Sakrament des Altares. Von nun an bis in Ewigkeit. Vielleicht könnt ihr euch noch an dieses erste Gesetzchen erinnern, wo wir gebetet haben, dass wir so lernen, richtig zu beten und auch richtig zu bitten und vor allem auch zuerst einmal um etwas zu beten, etwas zu bitten. Da möchte ich euch so einladen, dass wir das lernen. Und das zweite Gesetzchen war ja dann das auch so, dass jeder so bittet in seinen Anliegen, dass Jesus uns helfen kann. Aber wir dürfen diesen Gedanken noch etwas weiterdenken, dass Jesus uns helfen will, dass er keine größere Sehnsucht hat als unseren Glauben. So wie am Sonntag im Evangelium, habt ihr noch keinen Glauben? Jesus sehnt sich nach unserem Glauben. Er hat so eine Sehnsucht nach, dass wir ihm vertrauen, dass wir ihm glauben, dass wir auf ihn bauen. Und da kann ich euch so fest ermutigen und will euch fest ermutigen, dass wir so all die Anliegen, die wir so haben, dass wir so ganz fest also vertrauen darauf, dass Gott uns immer hilft. Und wer von euch kein Anliegen hat, wo er beten kann, sagt, na, bei mir passt eigentlich alles. Es ist eigentlich bestens gerade, ich bin gerade auf Mallorca und bin in meinem Hotel, in meinem klimatisierten Zimmer und gehe jetzt nachher zum riesigen Frühstücksbuffet runter. Also wer wirklich so sagt, na, ich habe so keine Sorgen, ich bin also wirklich wunschlos glücklich, der kann ja beten dafür, dass im Juli mit den Jugendlichen, dass da noch so einige Anmeldungen kommen. Da fahren wir nach St. Gallenkirch und dass wir einfach noch so Jugendliche anmelden, die Jesus kennenlernen wollen oder die ihn eigentlich gar nicht wissen, dass sie ihn kennenlernen wollen. Und da könnt ihr in diesem Anliegen oder einfach im Anliegen einmal vom Herrn Pfarrer beten. Wenn ihr das wollt, wenn ihr wirklich so sagt, na, es passt alles wirklich wunderbar. Ich habe die Lebensversicherung gestern ausbezahlt bekommen, 798.000 Euro. Und jetzt kaufe ich mir eine herrliche Eigentumswohnung. Kann ja sein, dass es das gibt. Gibt es bestimmt. Aber gut, wer Anliegen hat, soll in seinen Anliegen beten. Wer keines hat oder sagt, na, ich nehme noch gerne eins dazu, der kann gerne auch in diesem Anliegen mitbeten. Wäre für die Kirche ein wichtiges Anliegen eigentlich. Bitten wir den Herrn jetzt um seinen Segen. Brot vom Himmel hast du ihnen gegeben, das alle Erquickung in sich birgt. Lasset uns beten, Herr Jesus Christus, im wunderbaren Sakrament des Altares hast du uns das Gedächtnis deines Leidens und deiner Auferstehung hinterlassen. Gib uns die Gnade, die heiligen Geheimnisse deines Leibes und Blutes so zu verehren, dass uns die Frucht der Erlösung zuteil wird, der du lebst und herrschest in alle Ewigkeit. Amen.